so. Spielhalle. Ja, Spielhalle. Nicht eine Spielhalle, aber ein Sportverein. Sport. Den Angreifern auf die Nase zu hauen, wenn es das kann, oder schnell zu gehen. Ich habe ihn kennengelernt, wobei kennengelernt fast zu viel gesagt ist, weil wir haben uns gekannt vom Sehen, wir haben auch mal ein paar Worte gewechselt. Er ist oft an meinem Haus mit dem Fahrrad vorbeigefahren und wirkte eigentlich immer, ja, entspannt. Er war sympathisch, er hat gelächelt, also ganz unauffällig im besten Sinne. Aber nicht unauffällig so, dass man ihn nicht wahrgenommen hat, sondern so, ja, man hat ihn wahrgenommen, aber also so im Nachhinein stellt man fest, dass wenn man über ihn nachdenkt, dass da nichts Greifbares ist. Das ist komisch. Weil man muss ja, glaube ich, bei all diesen Jugendlichen, die hierher kommen, muss man Trauma voraussetzen. Alles andere wäre naiv. Und vielleicht, also Menschen, die traumatisiert sind, entwickeln unterschiedliche Strategien. Und in seinem Fall war wohl seine Strategie, das unterm Teppich zu halten und dadurch, dass er nicht laut war, dadurch, dass er nicht ausfällig war manchmal oder auffällig, hat man es dann versäumt, genauer hinzuschauen, offenbar. Das ist das Verrückte. Ich weiß, dass ich ihm oft begegnet bin. Ich weiß, dass ich ihn oft gesehen habe. Ich weiß auch, dass ich mit ihm gesprochen habe. Aber mir bleibt, vielleicht, wenn ich zur Ruhe gekommen bin, aber mir bleibt kein Erlebnis, das ich schildern könnte. Das ist, ich habe das zu einem anderen Journalisten schon gesagt, es ist, als würde man nach einer Seifenblase greifen. Ja, ja, ich weiß. Ich bin im Landesvorstand der Linken Bayern. Landesvorstand der Linken Bayern. Es kann sein, dass er auch mal bei mir im Haus war. Und das ist das Schlimme. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Er war da und war es doch nicht. Ja, aber unauffällig, wie gesagt. Unauffällig in einer Art, die dazu geführt hat, dass man sich nicht um ihn gesorgt hat. Und was wir natürlich brauchen, ist, denke ich, wir brauchen psychologische Betreuung für die Jugendlichen. Oder okay. So I'm going to go in and talk to the manager. Also im Großen und Ganzen, was ich mitgekriegt habe, ist es eigentlich recht gut so. Ja. Ich meine, es gibt immer negative Meinungen auch, und wo die Leute vielleicht sagen, muss das sein oder so. Ne? Aber sagen wir so, was ich jetzt selber mitgekriegt habe, war es eigentlich positiv. Also es ist auch eine Gruppe da, die sich um die Leute kümmert oder auch um die unbegleiteten Flüchtlinge oder so. Also...